Einen wunderschönen zusammen. Jo, was gibt's zu sagen? Wir haben es kurz nach 12. Bin schon eine Weile wach, habe mich aber nicht aus dem Bett rausgeschält. Keinen Bock gehabt. Aber jetzt kam Angie zu mir ins Bett gekrabbelt und sagte, hier, wie sieht's aus? Fahren wir jetzt an den See. Und das finde ich in der Tat eine sehr gute Idee. Wir läuten die Badeseesaison ein. Und wenn wir Glück haben, Angie hat gelesen, dass es dieses Jahr die Saisonkarten nicht nur in diesem Rathaus gibt, sondern dass man sie auch direkt am See kaufen kann. Das wäre natürlich mega, weil sparen wir uns einen Weg. Und Saisonkarte ist Pflicht. Auch wenn wir wahrscheinlich diesen Sommer sehr viel unterwegs sein werden. Wer weiß warum. Nein, ich glaube, wir werden genug Zeit haben, um hier den Badesee zu genießen. Bei mir ja sowieso dann wieder, wenn ich vor der Spätschicht zum See fahren kann oder direkt nach der Frühschicht zum See. Das ist natürlich für mich ideal. Also da hat Schichtarbeit direkt mal einen Vorteil, wenn das Wetter passt. Gut, wir schmeißen ein paar Sachen in die Tasche und dann fahren wir los. Ist eröffnet und das gleich mit Saisonkarten. Das ist ziemlich cool, weil das letzte Mal mussten wir halt die Saisonkarten beim Rathaus hier abholen und diesmal kann man sie ja am See kaufen, was viel praktischer ist. Genau, und wir haben gerade festgestellt, dass Schüler und Studenten nur 10 Euro für eine Jahreskarte hier zahlen. Das ist schon richtig geiler Scheiß. Genau, während wir hingegen richtig tief in den Geldbeutel greifen müssen und für die Saisonkarte 25 Euro zahlen. Das ist auch sehr hart. Sehr cool eigentlich. Sehr, sehr cool. Für das du jetzt den ganzen Sommer hierher kommen kannst, so oft wie du willst, ist genau. Schon richtig geil. Es ist ja quasi unser See. Also wir gestatten nur den anderen auch hier zu sein. Ich bin total glücklich. Ich bin absolut glücklich. Ich bin in das Parkhaus gefahren. Da sind solche Hubbel, dass man hier halt nicht reinrast. Und ich versuche immer, mich so darum zu schlängeln, dass ich nicht über diese Poller fahre. Und heute habe ich es geschafft. Jo. Ja, Angie hat mich dazu überredet, zu Ikea zu fahren. Am Samstag. Aber ich finde, es ist überhaupt nicht voll. Die sind nämlich alle am See. Es war eine sehr gute Entscheidung. Ich wette, da ist gar nicht viel los drin. Da wird gar nichts los sein. Gar nichts. Nein, in der Tat haben wir halt so ein paar Sachen auf dem Schirm für den Camper. Natürlich, wie soll es anders sein für den Camper? Alles ist für den Camper, was wir im Moment kaufen oder tun. Ja. Wir brauchen noch Töpfe und vielleicht ein Zweikopfkissen oder vielleicht noch so ein bisschen Kleinkram. Halt. Genau, halt so Sachen, die man dann drin lässt und nicht immer hin und her packen muss. Genau, aber wir gehen jetzt auch als Familie flotter, weil genauso waren wir jetzt auch am See. Ich habe so eine Hose an, die man eigentlich fast gar nicht sieht. Und Till hat ein ganz schönes Achselhemd an. Also die Flodders. Hast du was gegen mein Hemd? Das ist dieses Hemd, was du immer am See anziehst. Und sonst eigentlich nirgendwo. Also ich sage, wir sehen aus wie die Flodders heute. Hm. Haare, alles. Ja, egal. Ist jetzt so egal. Ne? Wir gehen jetzt zu Ikea. Die Flodders sind zurück im Auto. Genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Die Flodders sind zurück. Wie immer halt, ne? Ja, das gibt's doch gar nicht. Ja, wir haben richtig viel gekauft, oder? Ja, wir haben... Aber für wenig Geld. Leute, ihr liebt es. Wir machen einen Haul zu Hause.
Ein Haul zu Hause. Oh mein wir Gott. Wir machen einen ja. Tierhaul. Wir werden es euch zeigen, was also, wir gekauft haben. Also wenn sich das heute nicht rentiert, dann auf jeden Fall. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir 50 Euro gezahlt haben. Sehr, sehr günstig. Aber wir haben ganz viel dafür gekauft. Es sollte ja leicht sein. Wenig gewischt haben und so. Ja, deshalb. Oh, freut euch drauf. Wir machen einen Haul. Mega. Wieder zu Hause und wie versprochen, es gibt jetzt den großen IKEA-Haul. Oh mein Gott, können wir das endlich hashtag-mäßig IKEA-Haul. Oh. IKEA Camping Hall. Okay, wir fangen mit der ersten Sache mal an. Ich greife erstmal rein. Hier ist so eine. Die erste Sache, die wir gekauft haben, alles, es ist alles für den Camper hier drin, ist ein Care-Set. Hier so ein Besen, Handfeger und. Handfeger und Kehrschaufel. Kehrschaufel. Aber ganz klein. So ein Mini-Besen quasi. Aber für da wird es reichen, ne? Und vor allem wiegt es halt alles nichts. Und war, weiß ich nicht, super günstig. So, du nimmst das nächste. War super günstig, genau. Also wie gesagt, wir haben insgesamt 55 Euro gezahlt. Ja, für alles. Wir können ja dann mal zählen, wie viel das tatsächlich ist. Ich habe hier in der Hand einen Fernseher. Nein, es ist natürlich ein Topf. Und den haben wir gleich zweimal gekauft. Das ist der Anons. Ja, das ist so ein 3-Liter-Topf mit Deckel. Das ist der günstigste Topf, den es bei IKEA gibt und der kostet 8 Euro. Und wie gesagt, der wiegt halt auch nicht viel. Und wenn Sie noch heute bestellen, dann bekommen Sie nicht nur einen Topf, nein, Sie bekommen zwei Töpfe. Genau, zwei gleiche Töpfe. Wenn wir mal Spaghetti oder so machen wollen, haben was wir kaum zwei machen Töpfe. Wir fast nie, deshalb machen wir es im Camper. Du bist dran. Ich bin dran. Warte. Wir haben hier noch Kork-Untersetzer. Richtig. Kork-Untersetzer braucht man immer. Naja, wenn man die Töpfe auf den Campingtisch stellen will, braucht man halt Untersetzer. Ja. Muss man dran denken. Hab ich gemacht. Ja, hab ich nicht dran gedacht, ne? Das dann haben alles wir. Drin sein. Oh, das ist schön, ja? Das ist schön. Das hier ist, ich weiß gar nicht, es hat glaube ich 5 Euro gekostet. Das ist eine Suppenkelle. Das ist glaube ich ein Salatbesteck oder sowas. Sowas ja, in der ist Art. Halt so ein Kartoffellöffel. Ein Pfannenwender und eine Grillzange. Alles quasi. Alles in einem. Alles und Plastik. Alles echt Plastik und echt leicht, echt billig. Ja, echt. Wird super. Wahrscheinlich nach der ersten Tour kaputt sein. Ja, dann haben wir hier eine Pfanne. So eine kleine Pfanne. 24, was sollten die? 24 cm Pfanne. Ja, wenn wir mal drinne ein Spiegelei machen wollen oder was auch immer. Wenn wir mal nicht grillen, eine Pfanne. Genau, weil wir haben ja auch einen Grill. Den ja, zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Den haben wir uns extra gekauft. Einen Gasgrill für so Gaskartuschen. Genau. Bin ich dran? Ja. Ehrlich? Ja, ich hatte gerade eine Pfanne. Mm. Eine Zahnbürste. Kann man nie genug von haben? Nein, es ist eine Spülbürste. Ich habe heute meinen lustigen Tag, glaube ich. Und dann haben wir auch wieder zwei Kissen. Das sind Federkissen. Das sind eigentlich Kissen, die haben wir nicht in der normalen Kopfkissenabteilung gekauft, sondern das sind aus der Dekokissen für die Couch eigentlich. Genau. 50 x 50 cm, weil soll gar nicht so groß sein. Genau, aber es sind Federn drin. Das ist mir immer ganz wichtig bei einem Kopfkissen. Ich kann nicht auf Kopfkissen schlafen, wo irgendwie so ein Synthetik-Gelärsch drin ist. Genau. Es müssen Federn drin sein. Und weil wir zu zweit halt auch zwei Köpfe haben. Richtig. Zwei Kissen. Zwei Kissen. Und dazu auch, oh, jetzt wird die Tasche schon links. Dazu passend dann auch hier so zwei Kissenbezüge, ne? Weil Kissen brauchen auch einen Bezug, sonst ist es ein bisschen schlecht. Die haben wir dann dazu gekauft. Was ist denn daran schlecht? Ja, dann liegt dein Kopf, dann schwitzt ja dein Kopfschweiß einfach nur in dieses Kissen. Und die kann man ja abnehmen und dann kann man die waschen. Danke für diese Erläuterung. Ja, und du hast ja viel Kopfschweiß. Ich? Ja, du schwitzt immer viel in dein Kopfkissen. Du machst das jetzt nur noch das eine Teil, ne? Ich habe noch einen Sparschäler. Ein Sparschäler. Den brauchst auch nur du. Oder wenn man mal eine Gurke schält, dann würde ich den vielleicht auch benutzen. Aber ja, ich meine, in der Größe ist, glaube ich, überhaupt nie verkehrt. Jetzt warte mal, ich habe doch hier den Kassenzettel. Den Kassenzettel. Lass mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 Sachen sind. Und wir haben noch die Tasche gekauft, also quasi. Ja, 13 Sachen. Wir haben die Tasche gekauft. Auch 1,50 Euro gekostet, sehe ich gerade. Ja. Ja, was haben wir denn hier? Die Kissen. 7,99 das Stück. Ja, war günstig. Die Bratpfanne, 5 Euro. Geilo. Töpfe haben 8 gekostet. Korkuntersetzer, 2,50 Euro für 3 Stück. Topf mit Deckel, 8 Euro. Das habe ich gerade gesagt. Topf mit Deckel, 8 Euro. dann der Schäler hat 99 Cent gekostet. Der hat 50 Cent gekostet, das weiß ich. Die Spülbürste, ja, 50 Cent. Das war die billigste Spülbürste. Dann Kut, 5 Gramm, was weiß ich, was das ist. 4,99, das hier. 4,99, ja, ah, okay, das ist das, okay. Ja. Was haben wir noch? Kissenbezüge, die haben 2,99 das Stück gekostet. Ja, es war jetzt letztendlich ein Haufen Zeug, muss ich sagen. Wir haben viel gekauft. Wir haben viel gekauft. Ja. Für einen angemessenen Preis, würde ich mal sagen. Genau. Nicht wahr? Mal jetzt sehen, wie lange es hält. Aber gut. Dienstag werde ich vormittags den Bus wieder abholen. Also erst werde ich zu der Firma holen, die das ganze Ding angemeldet hat für uns. Werde die Kennzeichen holen, dann fahre ich wieder dahin, wo der Bus gerade auf Privatgrund steht. Mach die Kennzeichen wieder dran und fahre ihn wieder hierher. Und dann können wir den ganzen Kladderadatsch in den Bus reinräumen. Und dann ist er für nächste Woche bereit. Ich habe ja auch schon mehr Sachen gekauft. Haben wir euch jetzt nicht gezeigt. Kannst du machen, das steht ja hinter dir. Ach nee, das hat ja jetzt mit dem IKEA-Haul nichts zu tun. Ach so. Das ist ja extra. Müssen wir ein Short-Video machen. Ich glaube, ihr habt schon mal einen Salzstreuer gesehen oder eine Einlage für die Schublade für Besteck. Echt? Ja, so ein Zeug halt. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, einzig unser Gasgrill wäre noch mal interessant zum Zeigen. Aber den zeigen wir, wenn wir ihn benutzen. Wenn er in Action ist, genau, wenn er in Action ist, ne? Okay, das war's. Gut, dann. Das war's, ihr IKEA-Liebhaber der Nation. Ja, das ist jetzt wie bei Peter Lustig. Dann könnt ihr ja eigentlich abschalten, genau. Ich mache nämlich jetzt Fried Chicken. Ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Ja. Ich muss jetzt mal was arbeiten gehen. Und ich habe keine große Lust mehr. Um ehrlich zu sein. Nee, ich will dann nur noch essen und. Was machst du da? Wie, was warum quetschst du deine Brust zusammen? Warum nicht? Bist du neidisch? Das macht man doch nicht im Video. Mach ich das? Soll ich? Nein. Okay, also wir beenden jetzt das Video. Ihr merkt, das wird immer lustiger sonst. Wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video am Sonntag. Ich weiß gar nicht, was morgen Tolles ansteht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Sonntag. Schönes Wetter und See. Mal sehen. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Mal See. Mal sehen, mal sehen. Bis denn. Tschüss. Ciao.